YouTuber, den ich mir schon sehr, sehr lange nicht mehr angeguckt habe. Ja! Moji. Moji fährt eure Bikes Harley-Davidson Breakout. Das finde ich schon mal interessant. Hat heute ein neues Video hochgeladen. Ein neues Video. Ja, das ist ja von heute. Das ist ja auch Harley-Davidson. Ey, dann gucken wir doch immer, also das, dann gucken wir da gleich das an. Also für alle, die immer fragen, das ist mein Motorrad hier, ne? Harley-Davidson Sportster 883 Iron. Zeichnet sich dadurch aus, dass sie mattschwarz ist. Schönes Bike, ist eins der günstigsten Motorräder bei Harley-Davidson. So Leute, aber jetzt fangen wir endlich mit dem Video an. Ich will das sehen. Ich bin gespannt. Harley-Davidson Brothers auf Ehre erstmal natürlich einen Daumen da lassen. Rock'n'Roll, ich bin gespannt. Harley-Davidson. Die Moji fährt eure Ehrenbikes. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem erneuten Video von dem guten alten Heiner. Was machst du denn hier? Ab und an bin ich mal hier. Ganz zufällig, dass so zwei Harleys hier gerade stehen. Das muss eigentlich auch lustig sein. Eigentlich könnte ich da einige Stellen erkennen. Ich kenne mich München gut aus, würde ich mal sagen. Und eigentlich müsste ich das erkennen, wenn die irgendwo rumfahren. Dann kann ich jetzt das vielleicht sagen. Ich finde schon mal, dass Moji eine sehr angenehme Stimme hat, ehrlich gesagt. Nein. Ich kenne die irgendwoher. Also Leute, was geht? Heute gibt's mal wieder ein schmackiges Moji fährt eure Bikes. Die bin ich letztens gefahren, oder? Ja. Die bin ich letztens gefahren, das Video habt ihr schon gesehen. Die fahre ich heute. Die Harley Brothers sind schon wieder am Stissel. Hier ist. Okay, ich weiß, wo das ist. Das ist, glaube ich, in. Kann es sein, dass das ein Riem ist? Riem, da ist die Messe. Der eine da vorne ist der andere, der kommt gerade. Was macht mehr Spaß, deine oder seine? Oder, nee, welche? Vom Lenken her und sowas ist die ist halt einfach wendiger. Welche ist die coolere, deine oder seine? Ich sag immer meine. Aber ich bin schon beide haben mir immer gehört. Da ist er schon. Grüßi. Heiner, wie geht's dir? Gut, alles. Ich habe hier schon berichtet, heute fahre ich dein Motorrad. Wie aufgeregt bist du von 1 bis 10? Eigentlich gar nicht. Nicht? Vertraut? Als ob ihn das jucken würde, wenn er mit seinem Motorrad fährt. Wieso sollte man da aufgeregt sein? Das hier ist, glaube ich, eine. Ich weiß nicht, ob das ein Fatboy ist. Es kann sein, dass es eine Fatboy ist. Bin ich auch gefahren an diesem Harley-Davidson-Event. Mir da? Vertrauen, Mann. Ja, dann komm mal her und zeig dein Bike. Das ist ein Sportster. Verkauf mir mal dein Motorrad. Oh. Nee, du kannst dir einfach ein paar Sachen sagen. Ja, keine Ahnung, ist eine Sportster Harley-Davidson. Aha. Nightstar. 1200 Kubik. Boah, Leute, warte, wisst ihr, wie wir das machen? Passt auf. Gib mal, ihr habt eine Idee. Auf Ehre. Ich mach jetzt mal, lass mal das Visier offen, weil sonst hört ihr mich wahrscheinlich gar nicht mehr, wenn der Spaß zu ist. Digga. Was ist da los? Ich muss ja diese Ex-Kopfhörer noch reinmachen hier. Der erste hat die ursprünglich 70. Aber es ist halt gedrosselt auf 35, weil Harley nicht auf 48 drosselt. Das heißt, das ist jetzt quasi ein A2-Bike, oder was? Wenn A2 der Führerschein ist, den man mit 18 machen kann, dann ja. Ja krass, ey, das ist aber auch mal ein geiles A2-Bike, weil die Leute fragen mich immer so, hey, was gibt's für A2-Bikes und sonst was, aber das ist halt mal was ganz anderes. Der eine mag's, der andere mag's gar nicht so. Für 18-Jährige ein bisschen untypisch. Ich hatte auch eine Harley-Davidson als A2-Bike, aber auch eine Sportster, aber eine ganz, ganz alte, Leute. Eine Sportster. Boah, also der Fokus müssen wir den nehmen schon wieder, oder was? Ja, und ist auf jeden Fall ein geiles Bike fahren, auch mit wenig PS fahren, weil es schön viel Kubik hat. Läuft. Kann ich nur empfehlen. Aber wir sind ein bisschen da so. Aber ist geil, Alter. Ist geil, Mann. Ich feier, das ja. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Ja, taugt schon mit dem Bruder, so wurde mit dem Vater dann noch ein bisschen rumcruisen. Bin ich so der so auf der Autobahn langballert. Ja, ist halt mehr entspanntes Cruisen, ja, gell? Genau. Ja. Was sagt ihr dazu, dass man den Harley-Fahrern immer nachsagt, dass es so. Dass sie nicht grüßen und. Also, Digga, was ist denn das für eine Scheiße? Wer labert denn sowas? Ich grüße jeden, wenn ich auf dem Motorrad sitze, auf meiner Harley. Und ich fahre Harley auch aus demselben Grund wie er, weil das einfach entspannt ist, wenn man ganz entspannt irgendwo langfährt und nicht mit 200 Sachen irgendwo langballern muss. Dann liegt irgendeine Kackbanane auf der Straße, weil Super Mario vor dir gefahren ist und dann fliegst du auf die Fresse und bist tot. Mit einer Harley fährst du ganz entspannt, 80 Sachen, 100. Mehr kannst du mit dem Ding auch nicht fahren, weil es dich sonst vom Bike bläst. Ein paar, die abgehoben sind. Aber warum? Ich grüße jeden eigentlich. Ja. Macht eigentlich keine Unterschiede. Aber da gibt es so voll die Mythos irgendwie, gell? Dass das Harley-Fahrer so voll. Man wird auch schon so komisch angeschaut. Ja? Sind aber dann morgen was? Keine Ahnung, was sind die Vorteile? Also es gibt zwei Leute. Es gibt GS, BMW GS. Für die Leute, die Motorrad fahren, die kennen das vielleicht, ne? BMW GS sind diese alten Senioren, die auf so einem Tourenbike drauf sitzen und da Motorrad fahren. Die und Harley Davidson, das ist wirklich so ein kleiner Clinch, weil das sind komplett, die fahren in der Volledermontur und sind auf Sicherheit hoch 10 und Harley Davidson, ich fahre das halt in der Jeans, ich fahre 80, Alter. Wenn ich jetzt einen Roller fahre, ziehe ich mir auch keine Lederkombi an. Also insofern, das sind zwei verschiedene Welten, aber sonst grüßt man jeden. Es gibt halt so und so, gell. Es gibt ja auch Idioten, die eine Gixxer fahren und irgendwie Leute anschreien. Genau. So. Ja. Andere grüßen uns vielleicht auch nicht zurück, weil sie denken, so ein Missgeburt ein Harley-Fahrer. Ja. Muss ich irgendwas wissen zum Bike? Nee, eigentlich nicht, nur, dass du kein ABS hast. Okay. Also was? Voll in die Hinterradbremse reingelatscht, aber das geht eigentlich auch. Okay. Was verändert, vielleicht noch sagen, kann ich noch sagen, so, also ursprünglich halt der Auspuff, ist halt Klappenauspuff, dann die Griffe sind verändert, Spiegel, seitliches Kennzeichen.
dann halt die Blinker vorne, hinten. Vorne sind so, sind vielleicht... Der hat ziemlich ähnlich verändert wie ich. Ich habe auch meine Blinker unten, seitlichen Ding. Aber meine hat ABS. Ich meine, es ist 2013. Ich glaube, ab 2013 haben die ABS, die da vorne kennst, glaube ich. Blinker. Hast du die, kennst du schon? Kellermann? Nee. Das sind die kleinsten Blinker, die es gibt. Auf dem Markt. Ach, das sind die Blinker? Ja. Ach, krass. Gibt's auch für hinten wirklich. Aber sonst gibt's eigentlich nichts zu wissen. Ist theoretisch so zu getaugt. Tauglich, ja. Oh, das sieht aber echt schon geil aus, wenn die so beide hier nebeneinander stehen. Das ist ein Bild für die Götter, Leute. Ja gut, da würde ich sagen, ich laber jetzt gar nicht so lange rum. Ich fahre einfach direkt, oder? Ja, klar. Perfekt. Schlüssel? Brauchst du nicht. Das ist auch... Ist kein Keyless Go. Ist kein, kein Keyless Go. Ganz alt mit dich reinstecken. Okay, ah, Digi. Alles klar. Und sonst alles normal, oder? Ja. Ja, genau. Jetzt draufsetzen. Genau. Aber das finde ich, ehrlich gesagt, ich finde das geil, wenn junge Leute Harley Davidson fahren. Und das nicht dieses Klischee ist, dass das nur alte Leute fahren. Also kann ich euch wirklich nur empfehlen... Geile Motorräder, ich stehe da wirklich, ich finde die Marke geil. Geile Bikes. Ehre, wenn man das auch mal, nicht nur 60-jährige Rentner drauf hocken. Okay, muss ich Kupplung ziehen oder so? Nee, egal. Verpiss dich und zeig nicht meine Mails hier rein, du Arschloch. Was ist denn da los, bitte? Einen Moment. Bei 3 musst du nichts ziehen, dann einfach nur hier anmachen. Und alles klar. Ja gut, dann bedanke ich mich schon mal für dein Vertrauen. Ich bin in 10 Minuten wieder da ungefähr, okay? Ja, chill, fahr so lange du willst. Okay, top. Alles klar. So, Leute. Los geht die wilde Fahrt. Ich bin jetzt auf dem Bike. Da werde ich schon gefilmt. Ich sehe Servus. Chopper-Time ist mal wieder angesagt, Leute. Ich bin motivated. Ich kann jetzt schon mal sagen, das Dubai-Feeling kommt mal wieder in mir hoch. Also das ist echt krass, sobald ich auf dem Chopper sitze. Oh, das war der Neutralgang, verdammt! Also sobald ich auf dem Chopper sitze, habe ich einfach wieder hier die Skyline von Dubai vor mir. Ich fühle mich wie im Urlaub, obwohl es gerade arschkalt ist, Digga. Es hat gefühlt 13 Grad oder so. Die Sonne scheint zwar, aber es ist trotzdem sehr kalt. Aber echt, Digga, wenn ich hier so in den Sonnenuntergang reinfahre, Bruder, es fühlt sich einfach so nice an. Also es ist wirklich krass, was für ein Gefühl du plötzlich hast, wenn du auf so einem Bike drauf sitzt. Ehre, ist einfach so. Also ganz ehrlich, Harley Davidson... Geiles Ding. Wenn du dann, ich bin gestern besser, heute erst wieder gefahren gerade eben. Ich habe gerade auf Ehre Sophia mit der Harley hinten im Rucksack drin einen Blumenstrauß geholt und so. Kann ich nur empfehlen. Einfach geil. Sonnenuntergang, Motorradfahren ist richtig nice. Warum hat der einen Helm auf? Warum liegt der Strom? Digga, ich weiß auch nicht, was passiert ist. Plötzlich war der Helm da. Vor allem, wie fett deine Eier auf einmal sind, Bruder. Aber ich habe schon wieder das Gefühl, meine Eier sind gerade so groß wie so Volleyballbälle. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also ich cruise mal einfach ganz entspannt hier lang. Ich kann jetzt schon mal sagen, die ist auf jeden Fall viel, viel leichter als die andere Harley von seinem Bruder. Lässt sich halt viel, viel leichter handeln. Also das Gewicht merkt man schon mal. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, ehrlich gesagt, wie viel Leistung die genau hat. Ihr wisst ja wahrscheinlich... 35 PS hat er gesagt. 35 PS, glaube ich, waren es. Ich habe es ja gesehen. Boah, die scheppert aber auch ganz schön gut raus. So, erste Kurve ganz langsam. Ich muss wieder aufpassen, dass ich hier nicht die Fußraster auf den Boden schleife. Ja. Aber es macht schon wieder... Es macht schon wieder echt Laune, Leute. Was ich sehr schön finde an diesem Motorrad, ist so ein silberner Tank. Ich finde sowas richtig geil allgemein. So gebürstetes... Nee, Mann, Bruder. Bruder, mattschwarz. Mattschwarz darüber zu fahren. Uff, das ist schön. Das ist echt schön. Silber bei so Motorrädern beim Tank finde ich immer richtig schön. Hört ihr das Knallen? Ja, ist schon geil, Digga. Es macht schon wirklich, wirklich Spaß, mit so Dinger zu cruisen. Und was halt auch echt sexy ist eigentlich, Leute, für alle, die einen A2-Führerschein haben oder ihn gerade machen und noch nicht wissen, was für ein Bike sie sich holen wollen. Warum nicht, Leute? Ich meine, man sieht sowas eigentlich sehr selten. Man sieht allgemein so jüngere Leute auf so einer Harley super selten. Und ich muss wirklich sagen, wenn es jetzt so um die Chicks geht, also wenn man jetzt einer ist, der sich Motorrad kauft, um vielleicht die ein oder andere... Sophia, warte mal. Sophia, ich bräuchte mal ganz kurz einen fachmännischen Rat. Was denn? Ich schau mir gerade ein... Sie kommt rein, ich stehe hier mit dem Motorrad hin und denkt sich wahrscheinlich auch nur, was ist hier eigentlich los? Ich habe schon gesehen in deinem Stream. Hi, ach, Leute. Du hast schon gesehen. Alles klar. Ja, Sophie, ich habe kurz reingeguckt in deinem Stream. Reingeskippt. Es ging gerade darum, hier, dass der Dude hier, also Moji, fährt gerade eine Harley Davidson von einem Zuschauer. Mhm. Und das
ungefähr, Pi mal Daumen, ist die gleiche Harley Davidson, die ich auch habe. Mhm. Und er sagt jetzt gerade hier, dass junge Leute damit auch gut Chicks klar machen können. Chicks klar machen können. Also besser als vielleicht mit einer Rennmaschine oder irgendwie sowas. Ja, dass das halt schon cool kommt. Auf jeden Fall. So eine Harley Davidson kommt schon cool, oder? Kommt cooler als eine Rennmaschine, ja. Sorry, falls ich jetzt das Falsches gesagt habe. Also ich finde das absolut kommt richtig. Kommt halt lässiger und es kommt nicht so suizidgefährdet, weil man halt nicht so schnell rast. Und es wirkt irgendwie lässiger und cooler. So mit Lederjacke und so. Mich schockt nichts mehr. Dich schockt nichts mehr? Pass auf, warte mal. Erstmal für die Aussage jetzt erstmal einen Kuss. Und du hast mich auf eine Idee gebracht. Ich mach den Chat noch nicht, jetzt wird den Stream noch nicht richtig. Pass auf. Okay. Achtung. Hä? Muss mir die Kopfhörer ins Rennen gönnen. Eine Dame zu beeindrucken oder den ein oder anderen Anmachspruch rauszuzückern. Ist das Mochi? Ich weiß, das sagen wir alle, ich kaufe ein Motorrad, weil ich Fahrspaß haben will, für die Freiheit und sonst was. Aber Leute, wenn wir mal ganz ehrlich sind, jeder kauft sich doch auch ein Motorrad, weil er ein bisschen cool sein will, ein bisschen flexen will damit in der Stadt. Und da ist sowas halt wirklich eine sehr, sehr geile Alternative. Die Emojis sind witzig, die einblendet. Aber so im Gesamtpaket ist es schon ein sehr, sehr geiles A2-Bike. Ja, das ist doch ein Ding, ist das nicht ein Eastmanning da? Sieht irgendwie so aus, gell? Wo ist das? Ja, das sieht mir auch die ganze Zeit nach Eastmanning aus. Keine Ahnung, aber das kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Boah, Alter, deine Brille ist... Ehre nicht. Nee, also das stimmt schon. Man holt sich ein Motorrad auch ein bisschen um... ist auch geil, ganz ehrlich. Ich habe mir das auch geholt, weil ich den Style einfach feier. Weil dieses Mattschwarz einfach geil ist. Schätzchen in seiner vollen Pracht zeigen. Ihr kennt es ja mittlerweile. Ey, Digga, die zittert im Stand ja unnormal, Alter. Ja. Das ist ein richtiger Vibrator hier gerade an meinem Arsch. Also erster Gang, ich geh mal ein bisschen nach. Was kannst du dazu sagen, wenn du hinten drauf sitzt? Kein Kommentar. Aber wie alt ist Mochi? Okay, weiß ich nicht. Ja, geht nicht schlecht. Hört sich an wie 1920. So. Weil ich schon länger keine gedrosselte Maschine mehr gefahren bin. Aber schlecht geht hier auf keinen Fall, Leute. Leute, ich komme mir schon wieder hier vor wie auf der Route 66. Ich mache mal so eine ganz kurze Zusammenfassung zu diesem Fahrzeug hier. Also Sitzposition ist mega bequem. Er ist, glaube ich, bei jedem Chopper. Lässt sich auch. Bruder muss los. Viele Leute denken immer, diese ganzen Harleys, diese fetten Chopper, sind so unnormal schwer zu fahren. Ist aber gar nicht so. Und ich kann. Also meine wiegt 230 Kilo. Für alle Motorradfahrer, die das wissen wollen, 230 Kilo wiegt so eine Sportster. Kann man eigentlich gut auch in der Stadt fahren. Lass damit lieber nicht Frauen fahren. Also für Frauen ist vielleicht ein bisschen schwer. Ja, kein Kommentar. Okay, weiter. Ich würde ans Herz legen, falls ihr einen Motorradführerschein habt, fahrt unbedingt mal so ein Ding Probe. Es macht wirklich, wirklich Laune. Ich werde sie jetzt hier abstellen, wenn ich das hinbekomme. Also die Ständer sind immer ein bisschen tricky bei Harley irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich lasse sie mal einfach an, weil ich Angst habe, dass sie nicht mehr anspringt. So, Leute. Ohne Witz, ich habe bei meiner jedes Mal Schiss, wenn die so steht, weil die von dem Motor so vibriert, dass das Ding sich ein bisschen bewegt und das Ding umfällt. Nehmt euch jetzt mal dieses Schätzchen. Soundcheck mache ich auch gleich. Keine Angst, Leute. Aber der kommt nicht aus Bayern, oder? Der hat irgendwie gar keinen Akzent. Ja, mal einmal hier um das Motorrad rum. Alter, gönnt euch mal wieder Auspuff zittert, Digga. Holy shit, wie das ganze Bike zittert. Ich muss schon sagen, Leute, macht wirklich was her, so ein Chopper. Ich würde sagen, jetzt gibt es einen ganz entspannten Soundcheck mit diesem wunderschönen Motorrad. Also, seid ihr ready, Leute? Kommt halt einfach gar nicht mal so rüber. Kommt halt einfach mal so gar nicht rüber auf dem Video, ne? Ja. So ein Ding kommt einfach nur echt rüber, wenn du die Vibration spürst. So richtig dreckig, Digga. Der rotzt sich so richtig. Der kommt aus Bayern. Plus eins im Chat. Ja, Mogli, der Sound Nachsprecher. Gut, reicht jetzt auch wieder. Ich glaube, wir fahren jetzt am besten einfach hier weiter. Wir vergessen es einfach von gerade eben. Ich werde ihn auf jeden Fall mal gleich fragen, Leute, nicht wie so viel laut, er gezahlt hat für dieses Motorrad. Weil ich kann mir schon gut vorstellen, dass ein paar von euch, die jetzt gerade einen A2-Führerschein machen, Bock auf so ein Ding bekommen haben. Deswegen fragen wir ihn einfach gleich mal, wie teuer dieses Schätzchen denn war. Und ja, dann würde ich sagen... Also wenn er es neu gekauft hat, sage ich um die 10. Wenn er es gebraucht gekauft hat, sage ich um die 7. Ja, 7.000 hätte ich auch gesagt. Leute, wir sehen uns gleich wieder bei der Allgut. Kommen aus Deutschland. Mit den Harley Brothers. Ich cruise hier noch ein bisschen auf der Route 66 entlang und genieße einfach mein Leben, Leute. Komm, ich mach mal hier so Rockmusik im Hintergrund, da haben wir ein richtiges Feeling. Das ist die Gurke meines Lebens. Oh, oh yeah. Wunderbar. Oh, die Gurke meines Lebens. Das ist geil. Das Schätzchen ist aus.
Ich hab's überlebt. Ehre. Was geht? Fasst es so ein Schnitt? Sieht irgendwie aus wie jemand, den wir kennen. Nee. Fass sie an. Schon beim letzten Mal. Sieht ein bisschen aus. Okay, ich bin raus. Ah, stimmt, ich wollte noch fragen, was kostet denn so ein Ding? Also, wenn du sie neu kaufen würdest, so 11. Und weil ich ja mit 10 ungefähr. Kommt er schon recht nah ran? Hat er sie vielleicht für 7 oder so. Ja. Oder 8. Ja, schätze mal. Auch? Wo liegen da die Preise so? Kommt darauf an, wie viel umgebaut ist. Mhm. Also ich würde sagen, so wie sie da steht, ich habe meine, die ist ungefähr gleichmäßig umgebaut. Ich glaube, ich habe noch einen besseren Auspuff für 8.300, glaube ich, oder irgendwie sowas gekauft. Sagen wir mal. Oder was hast du gezahlt? Hast du die neu gekauft damals? Nee, ich habe die von meinem Bruder. Ach so. Und hast du die neu gekauft? Ich habe sie, nee, wir haben sie auch gebraucht gekauft. Was hast du damals gezahlt? 8. 8, okay. Das haben wir aber richtig gut geschätzt hier, ne? Mit 10 und 7, also ungefähr ein Taui mehr für die Umbauten, kann man dann nochmal rechnen hier. Ja, es ist halt schon teuer. Aber da muss man Auspuff. Davor war noch ein lauterer drauf. Aber an sich ist es halt echt ein sehr, sehr geiles A2-Bike. Also ich kann mir gut vorstellen, dass durch das Video jetzt einige überlegen, ob sie sich einen Chopper holen für ein A2-Bike. Ja, hat mega Spaß gemacht. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Wollt ihr der Welt irgendwas mitteilen? Dein Insta, ich sehe es doch schon wieder in deinem Blick, wenn es da raus war. Boah, wie assi. Perfekt, okay. Boah, die ganzen Mädels müssen ihm schreiben, Alter. Die Mädels müssen ihm schreiben. Sein Blick. Aber er hat gesagt, er hat nur einen Sozius. Er hat keinen Sozius, glaube ich. Also er kann, glaube ich, nur okay. Alleine fahren. Ich weiß okay. nicht. Okay, dann nicht, dann schreiben nicht. Dann bringt's halt nichts, ne? Nee, dann schreibt ihm nicht. Aber Ehrenbrüder, dass sie beide zusammen Harley fahren. Das ist Goals. Ja, gut, dann würde ich sagen, aber ich finde seinen Blick so witzig. Ich danke dir. Vielen Dank. Dir auch. Hat. Also vielen dir Dank, auch. Dass du dabei fahren lassen hast. Danke, dass du dich Zeit genommen hast. Ich bin viel zu spät gekommen, Alter. Ich bin nur in den Streams, sodass eine Stunde zu spät kommt. Das ist auch bei Verabredungen. Er hat Tayo war schuld. Was ist denn eine Stunde zu spät gekommen? Ich bin jetzt beide Motorräder gefahren und dann würde ich sagen, dass wir uns beim nächsten Mal wieder sehen. Also ich muss sagen, lassen. Ja, passiert. Ja, okay, aber wenn man sich mit denen trifft, im echten Leben doch nicht. Ja, das ist halt dann... Das geht gar nicht. Ja, Disrespect. Aber dafür hatten sie vielleicht gutes Licht, keine Ahnung. Ja. Die haben vielleicht ihren Lieblings-YouTuber getroffen. Vielleicht hat das er vorher gesagt, weiß man nicht. Gut, man könnte das ja leicht herausfinden, was das ist. Ja, weiß nicht, ob der da öfter chillt, aber ich wäre, ganz ehrlich, ich würde auch lieber das Bike fahren, anstatt das Bike, weil mir das, diese richtig großen Bikes, wobei die geht noch, wenn die so einen fetten Reifen haben, das ist geil, ne? Das feierst du auch. Ja. Das ist richtig, richtig geil, cool. So Batmobil-mäßig. Das ist so Batman-Style. Ja, genau, das ist richtig geil. Hat was. Schaut euch mal diese Schätzchen hier an und diese Schätzchen, wunderschön. Aber das Ding ist halt, die hier kostet gebraucht 7, die kostet gebraucht 17, schätze ich mal. Was? Ja. Die kostet okay, viel mehr. Aber das ist es nicht wert, da würde ich mir die rechte holen. Viel mehr. Die reicht, die finde ich viel cooler. Ja. Ich mag das nicht, wenn so viel Silber ist an den Harleys. Ja, ich finde, das schaut immer ein bisschen altmodisch aus. Vielleicht, ich habe schon mit Sophia geredet, vielleicht versuchen wir nächstes Jahr mal zum Frühling mal so ein paar, vielleicht schaffe ich es in so einem Stream durch die Stadt auf dem Motorrad, hab schon geguckt, aber... Aus Heide Ackermann und... Das war's jetzt oder was? Okay, also, Video ist over. Das ist ganz cool, wie der das macht. War auf jeden Fall lustig, hat Spaß gemacht anzugucken. Ja. Wer hätte gedacht, dass das Video so endet? Jetzt stehe ich hier Motorrad, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt, Leute? Oh, mir ist scheiße heiß, Alter. Digga! Oh, leck mich Arsch. Das war eine anstrengende Fahrt. Ein Freund von mir wohnt in München und fährt eine BMW RR. Vielleicht kennst du ihn ja. BMW macht auch gute Motorräder, muss ich sagen. Also die BMW R9T ist auch ein nices Bike, wirklich. Boah, Alter. Auf Ehre hier geschwitzt. Aber du liebst es auch gerne, bei der Harley mitzufahren, ne? Ja, das muss bald auch.